Und er ist wieder entkommen. Na, ihr zwei? okay. Hallo! Ich bin so die nervige Mitbewohnerin. Also, sind wir jetzt schon wieder da? Ja, wir sind schon wieder da. So voll beim Aufnehmen und so? Ja, voll. Achso, dann laufe ich weiter, okay. Hat jemand noch Tierfutter? Nee. Nee, ich hole mal in der welche. Kiste sollte was sein. Zumindest für die Hundis. Katzis so, und so. Ja. Ja, gießt jemand? Ja. Ich fütter erstmal schnell die Hundis. Ich. Was hatte ich denn jetzt eigentlich vor? Ich wollte ein bisschen was bauen. Ich muss gleich. Was? Futterschale leer? Ja, das weiß ich. Ich will sie ja gerade auffüllen. So. Ich muss diesen Angelplatz irgendwo platzieren. Ja. Hier oben ist irgendwie hier so, diese Richtung. Ist ein Teich, habe ich gesehen. Auf der Karte irgendwo. Hast schon? So. Ich bin auch auf der Karte. Achso. Hier. Ja. Der ist aber sehr klein. Aber der ist nah dran, das reicht eigentlich. Das stimmt. Also du kannst natürlich auch was Größeres suchen, aber auf der Karte, wie du siehst, ist da nicht wirklich was. Zack. Ja. 10 Holz, ein Fischgestell, eine Köderbox, ein Armfort. Nein, ich möchte das nicht. Das ist nicht so schwierig wie das andere. Du musst, also der Steg, der ist einfach nur ein bisschen Holz da drumherum so. Ich habe hier eine Blaupause. Das ist sehr gut. Einprägen. Fischgestell, aha. Sag Bescheid, wenn du die 2 grünen Käfer brauchst. So, was machen wir jetzt? So, ist jetzt wieder überall was. Jetzt kann ich die Heuballen kann ich eigentlich verkaufen. Bauholz, Nägel und Seil. Sehr cool. Bim, 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 bim. Okay, das kann man nicht verkaufen. So, warte. Was ist hier mit diesen... Ich verstehe es mit den Fossilien nicht. Bringt einem das irgendwas, oder? Ja, du kannst irgendwann an einer gewissen Stelle findest du ja irgendwie diesen komischen... so einen komischen Elfen. Und der will ein Museum bauen. Und in dem Museum, sobald du das gebaut hast, kommt der Museumstyp und dem kannst du die Dinger geben und der bastelt daraus praktisch gesehen dann also ein T-Rex und alles Mögliche. Stimmt. Da war ja was. Ich besorge nochmal die 2 Kühe, die ich besorgen kann, ne? Dann. So, Hühnerfutter, was brauchen wir noch? Hast du schon so einen Trog, so eine Hühnerfutterstelle? Nein, aber Hühnerfutter habe ich. Gut, dann kaufe ich die Hühnerfutterstelle. So, Hühnerfutterstelle ist gekauft. Sehr gut. Ich brauche Bauholz, Nägel. Nägel habe ich noch. 6. Für das Fischgestell. Ach so. Ah, warte, wenn du mir gerade entgegenkommst, soll ich dir gleich mal das Hühnerfutter schmeißen? Ja, Moment, ich gebe dir die Nägel. So, einmal Hühnerfutter. Wo sind die Nägel? Die habe ich schon eingesteckt. Ah, okay. Da ist das Hühnerfutter. Du bist am Hühnerfutter vorbeigelaufen. Ach, das hat man aber fast nicht gesehen. So. Also eigentlich sollten wir noch mehr Felder anpflanzen, weil die Felder relativ gut Geld geben, habe ich das Gefühl. Bürgermeister! Na, da ist er. Maxima. Hallo? Nein, das wird hier nicht gesagt. Nein, war auch nicht so gemeint. Ja, du hast dich nicht vorgestellt, du bist der Bürgermeister, ich weiß. Ja, wirst du... Och, nö. Ich brauche noch 2x Seil. Ach doch, Verörterin, da, Scheune. So, aber wir haben ja für das Huhn noch gar keinen... Metallband. Mhm. Hier, Mäuschen, wo hast denn du Seil? Okay. Kann ich bei dir kein Seil kaufen? Was ist denn das für ein schlechter Laden? Oh.
Da müssen wir doch mal nochmal hier mit der Sichel ran. Komm, ich brauche wohl. Seil. Seil? Ich weiß noch nicht, wo ich es kaufen kann. Weil Alisa hat nichts. Seil. Geh mal zu Live. Vielleicht hat der was. Live is live. Na, 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 na. Wo setze ich meinen Briefkasten denn hin? Auch neben unseren? Warum wächst hier nirgendwo mehr Gras? Haben wir alles Gras weggetilgt? Du musst nicht unbedingt Gras dafür weg. Nein, ich wollte jetzt noch mal... irgendwo muss er doch... Hä? Sense, Schaufel... Ich hätte gern Seil. Reis, toll. Will ich nicht. Seil. So. Ich weiß nicht, wo man Seil herbekommen könnte. Hallo, Kätzchens. Ich weiß es leider auch nicht. Weil Life hat auch nichts. Hui! So, wir haben jetzt noch... Gehst du wohl da rein? Rein da! Florenz? Ach, du Schande. Alisa. Oh. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Kann ich den Seil machen? Wer ist denn jetzt neu? Oh, wir haben jetzt zwei Florenz. Wir haben zwei Florenzes? Mhm. Hm. Zweimal Seil. Also theoretisch hättest du jetzt die Kühe auch verkaufen können. Ach so, meine Kühe werden verkauft. So ist das also. Nee. Fiel mir bloß so ein, dass wir das hättest tun können. So, was wollen wir irgendwas bauen? Ich glaube, ich habe das dringende Bedürfnis, irgendwas bauen zu wollen. Bau mal Seil. Seil? Moment. Brauner Holzblock, Hühnerstall, Blaupause. Der Anastasia liegt es auch gut. Großes Saatgut, Hühnerfutterstelle, Seilzaun. Ja, Seilzaun ist ja schon gut und gerne, aber... Nägel. Wo gibt's denn... Ich brauche zweimal Seil. Ach, hier ist Seil. Zack. Das Seil? Zack. So, Alisa, geh mal weg. Ach, da ist Seil. So, ihr wisst ja, wie die Katze heißen muss. So. So. Hey, hey! Wir haben wieder einen ordentlichen Namen für die Katze. Das eine Stadt ohne Patisserie ist wie eine Torte ohne Glasur. Alisa, du stehst im Weg. Ich soll dir eine Patisserie bauen. Ja gut, mache ich. Und Nägel. Oh, wie gern ich wieder backen möchte. Jawoll, ja. So, dann nehme ich das wieder. Ja, die Emilia möchte, dass ich ihr eine Patisserie baue. Aha. Ich sehe nämlich aus wie Bob der Baumeister. Okay. Nein, also das hat sie nicht gesagt, aber sie möchte, dass ich halt so ein Ding. So, platzieren. Wo ist denn die Ria? Okay, es ist aber schon... Oh. Bauholzblech. Hier passt die aber schön hin. Was? Köderbox schnitzen, was? Oh, meine Güte, das ist aber jetzt... Soll ich dir jetzt die Käfer geben? Ja, ich muss noch eine Köderbox machen. Da brauchst du diese zwei für, wenn sich das nicht geändert hat. Nashorn, genau. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das mache. Säge, Feld... Ja, das ist doch. Moment. Das ist doch super. Bauholz, Blech und Nägel. Eins noch mal nach hinten. Ach, Blech brauche ich auch noch. Was die alles wollen, ey. Ich gehe wieder sammeln. Setzt ihr euch mal mit den Leuten auseinander. Ich bin lieber hier in der Natur. Ich bin lieber hier in der Natur. Ja, so, dann hebe ich mal hier jetzt für eine kleine Patisserie ein bisschen aus. Wo schnitze ich denn? Beim Schnitzelmeister, nee. Oh, das dauert. Kann ich nicht an der Säge schnitzen? Nö.
Geht offensichtlich nicht. Schnitzen ist eventuell... Ach Moment, gibt's, ich muss das hier... Gibt's nicht ein Dings, was Schnitzen heißt, ein Gerät? Ich hatte gerade gedacht, dass die Aliza vielleicht entsorgt. Was steht denn, hast du dafür so eine Anleitung? Weil dann ja, Schnitzeln, Schnitzeln, Bauholz, Blech und Nägel. Oh, jetzt ein Schnitzel, ey. Oh ja. Okay. Wer zwei Bienenköniginnen hier auf einmal. Hä? Cool. Alter, wer wohnt denn hier? Eine Hacke. Wo denn? Was denn? Warum denn? Was ist denn das für eine Riesenhütte? Ein dann blaues Haus? Wohnen wir jetzt da? Also wenn es ein blaues Haus ist, dann der sehr geehrte Herr Maximilian. Nein, es hat ein grünes Dach. Jetzt muss ich gucken, wer hier wohnt. Hm. Doch, Maximilian, ja. Ist das weit weg vom... Schnitzen. Schade, Schnitzen. Hier ist eigentlich ein schöner Schnitzen. Großer Teich, aber der ist so weit weg von uns, das ist doof. So. Ja. Schade, schade. Kann ja nicht so näher bei uns sein. Ich möchte gerne schnitzen. Ich möchte gern ein Schnitzel. Warum kann ich eigentlich bitteschön meine... Sag mal, könnt ihr die Schaufel aufladen? Weil es geht bei mir irgendwie nicht. Weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Ich suche noch einen Tisch einfach, zum Schnitzen. Einfach Gras wegmachen eigentlich. So. Bist du im Laden schon gewesen, hast geguckt, ob da so ein Schnitzeltisch ist? Ja, ich habe keinen gesehen. Hm. Live, weißt du vielleicht, wo ich schnitzeln kann? Oh, ich bin in deinem Lager, Entschuldigung. So. Aliza, sag mal was. Hab wohl wieder einen Schraubenschlüssel verloren. Sag Bescheid, wenn du einen findest, ja? Ah, alles klar. Alles klar. Ja, also ich nehme dann mal hier für die Patisserie, mache ich hier einen schönen Boden, ne? Wo ist zu Hause? Ah, die Richtung. Ich bin hier völlig falsch gelaufen, alles klar. Du kannst dieses Objekt nicht zerbrechen, wollte ich auch gar nicht. Mach nicht immer alles kaputt. Wollte ich doch gar nicht. Also wenn ihr immer irgendwann Erde braucht. Nee. Nee. Das ist immer so. Erde hat man immer genug, ne? Ja, ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Gibt's hier vielleicht irgendwo einen Schnitzertisch? Das könnte sein. Wenn, dann hat den aber live. Hätte ich jetzt auch gedacht. Schnitzelstation. Eine Schnitzstation. Jetzt vorbei. Das ist jetzt völlig vorbei. Wie viel kostet die? Hast du so viel? Nein, natürlich nicht. Okay, wo bist du? Bei Aliza. Achso, dann muss ich in die Richtung laufen. Aber mich wundert's, dass die Kanne in der Bude steht. Ja, das ist, damit wir den zu uns stellen können. Was macht der Maximilian hier? Weiß nicht, der guckt mich doof an. Und der redet mit dir. Das macht er immer. Hier drüben ist die. Huch. Dem sein Vater war schon Doofgucker. Fliesenleger, Kombiniere, Schnitzelstation, ja? Ja, aber es bietet sich so an, das so zu lesen. Schnitzel! Hier, bitte. Was ist das? Danke! Ja, ich stell die bei uns auf die Farm. Ja. Vielleicht gehe ich erst. Jetzt hört doch mal auf, mir alle zu winken. Ihr macht mir Angst. Ich finde das sehr unheimlich, was ihr hört. So. Die wollen das halt, dass du bei ihnen verkaufst. Das finde ich ist aber ein schöner, großer Platz. Darauf kann man dann jetzt erstmal was aufbauen. So. Und ihr, was haben wir noch? Boden. Was brauche ich für Boden? Stein oder Holz? Möchte aber eigentlich Holz. So. Wo baue ich denn die Schnitzelstadt? Ich brauche noch zweimal Bienendinger. Ich baue die mal zum Kombinierer. Okay. Na. Huch.
kommen wir auf weise Leute entgegen. Haben wir einen Hühnerstall? Nee, ne? Wir haben nur dieses Futtertrog, oder? Hühnerstall haben wir noch nicht, weil das war etwas teuer. Alles klar. Was wollte ich noch? Bauholz, achso, Blech und Nägel. So. Da muss ich hin. Natürlich das teuerste. Hey, jetzt habe ich einen einfachen Kasten. Okay. Und ich glaube, daraus musst du irgendwie was anderes machen dann, ne? Ja. Ich gehe erstmal zu der Emi. Also ich gehe. Kombinieren. Jetzt einfacher Kasten und zweimal Käfer. La 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 la. Okay, ich frage mich, wie stellt man selber Search? Fliesen. Boden, nicht Haar. Poden. Werft ihn zu Poden. Gott, wieso sage ich das? Selber schuld. Das bist du schuld, weil du das so oft sagst. Und du hast den Film noch nicht gesehen. Nein. Damals. So. Huch. Und wie läuft hier das Wertegeschäft? So. Ach, ein Fass brauchen wir dann auch noch. Oh. Schnitzer. Herrlich, du. Wo seid ihr denn? Ich bin am Angelteich. Ach so. Ich gehe ins Bett. Ach so. Keine Ahnung, ich platziere das jetzt mal irgendwie. Hä? Wieso geht denn das nicht? Ist ja auch so. Noch ein Weg, oder was? Jetzt aber. So. 10 Holz. 10 zu wenig. Und ein Fass. Ich hab dir ein Häuschen gebaut, kleine Henne, okay? Wie schön die alle schlafen. Gehen wir auch ins Bett? Ja. Ich baue gerade eine Patisserie. Haha. Du legst ja schon hier rum. Gute Nacht. Ja. Schlaf gut. Ich denke, du baust gerade eine Patisserie. Nee, er liegt hier rum. Das ist voll der Lüger. Du lügst. Mhm. Aber ist auch harte, strengende Arbeit. Harte, strengende? Strengende Arbeit. Oh, guck mal, hier liegt wieder eine Eichel. Oh, jetzt hat er mir die Eichel geklaut. Hast du zufälligerweise Dung? Ja, ich wollte das aber jetzt selber mal ausprobieren. Ja, dann hier, dann hast du die Eichel. Ich brauche ein Fass. Hier. Hast du. Hier liegt sie. Ja, ich glaube, ich habe sie eingepackt, oder nicht? Hier liegt die ja, sehr gut. Ich brauche ein Fass und Holz. Hä? Kannst du mal hier... Den konnte man schon ernten. Wieso kann ich nicht gießen? Ich habe kein Wasser. Da musst du... Okay, man muss die jetzt sogar voll machen. Das ist ja lustig. Hallo Alisa, mein Schatz. Guten Morgen. Ist sie jetzt wieder voll? Oh ja, jetzt wieder was. Oh, hier, die sind auch fertig. Hier, die Rübe. Will noch jemand so eine... Ja, dann, wenn du das machst, dann ernte und dann pack alles weg. Also, ne? Ja, also ich verkauf's. Ja, ne? Genau, das habe ich gemeint. So. Hast du keine Samen mehr? Nee, leider nicht. Entschuldigung. So. Im Herzen sind wir doch noch 12. 12. Ich werde immer 12 bleiben. 12. So, die Emilia, die sieht pink aus mit einer weißen Schürze. Wir haben das überhaupt kein Futter, kann das sein? Der weiße Boden dürfte in Ordnung sein. Weißer Boden. Was haben wir nicht? Kaum Futter für die Tiere. Da würde ich dir zustimmen. Ich guck mal, ob es eine Futterstation gibt. Ich kann die zwar, glaube ich, gerade nicht kaufen. Wir haben zwei. Wir haben auch immer noch nicht diesen Internetshop, ne? Ich habe ja zwei Nachrichten. Einmal von Vren. Nee, die hatte ich doch schon, oder nicht? Ich brauche ein Fass. Wo kriege ich denn hier ein Fass her? Das kann man sich entweder kaufen bei irgendjemandem. Ich weiß wo.
Aber nicht von dem Festplatz klauen. Nein, 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 nicht von dem Festplatz. Wo war denn dieses Haus jetzt? Da? Nee. Da ist eins. Ich weiß wo, ich weiß wo. Ich habe einen Foxelboy gefunden. Okay. Ein Foxelboy. Oh ja, der gehört dem Typen mit den Kopfhörern. Dir. Also, da läuft irgend so ein Typ oder eine Frau mit Kopfhörern rum. Ich besorg dir ein Fass, okay? Okay, was brauche ich denn noch dann? Weiß ich gar nicht. Ach, 10 Holz, ja. So. Ich hoffe, es gibt hier nicht verschiedene. Dass das auch wirklich da war, wo das Fass her war. Schon, ist das teuer. Brauchst du auch ein Fass? Was brauche ich denn erstmal? Okay, das ist ein anderes Haus. Aber hier sind auch Fässer. Oh, und noch ein Stuhl. Mit Holz meinen die da das normale. Was, das normale? Ja, das Bauholz. Na, jetzt ist Fass. Ja, Moment. Ich glaube, mit Holz brauchst du. Nee, es gibt so Holz, das auf dem Boden rumliegt. Das kannst du mit einem Hammer abbauen. Das ist dann einfach, glaube ich, nur Holz. Das Sitzholz oder was? Nee, gibt auch andere Holzklötze. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Moment. Ich habe hier gerade so eins. Warte mal. Ach, hier baust du das Ding hin, oder was? Ja. Aha. Ich habe das in den Augen verloren. Ah, nee, da ist es. Da ist ein rosa Haus. Wer wohnt hier? Emilia. Hä? Nee, das Holz ist einfach weg. Wo ist denn das hin? Okay. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es auch nicht so genau. Muss das Fass einfach nur dazu den Platz? Ja. Okay. Ein Tür, brauner Holzblock, Holz-Couchtisch, Türrahmen. Oh. Ich war's nicht. Wieso? Was warst du nicht? Es könnte sein, dass ich versehentlich auf das Hocker geschlagen habe. Auf einen Hocker? Mit meinem Hammer. Ja, dann musst du ihn einfach wieder aufstellen. Ich wollte nicht klauen, Entschuldigung. Hölzerner Hausblock Blaupause. Was ist denn ein hölzerner Hausblock Blaupause? Hör doch mal auf, alle zu winken. Voll die Paranoia. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche immer noch Holz. Ich überlege, ob dann würde ich sagen, die Runden oder nicht? Oder welche? Oder die sind das doch die Blöcke? Wie sehen die denn aus? Ich weiß es nicht. Ach so. Da steht halt nur Holz. Ich mache hier Dinge kaputt. Ich hoffe, das ist okay. Nicht da hinten auf dem Platz am besten, weil da passieren Events dann. Oh. Also habe ich nicht gemacht. Ich bin mir nicht so sicher. Obwohl, wahrscheinlich braucht man theoretisch nur diesen Bogen hier vorne, damit das passiert. Weil das ist dieses Event-Dingens. Aber ich habe nur die eine Kiste eingesteckt. Also gut. So. Was ist das? Bling, bling. Lose Ziegelsteine, toll. Ich möchte doch aber Holz. Dann fäll doch mal ein Baum. Ja, das so ein Holz habe ich. Aber ich glaube, das ist nicht das Holz, was die meinen. Ach so, warte mal eben. Ich glaube, ich weiß was. Was für Holz meinen Holz, die? Ja, das Bauholz meinen die. Da ach musst ne, das habe ich. Ein Steg mitbauen. Bauholz habe ich, ohne Ende. Da musst du wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten anfangen, weil der Teich so klein ist. Aber das kann ich ja so nicht platzieren. Doch, fängst du hier an? Gib mir mal. Oder, ach so, nee, nicht das. Das Viereckige meine ich. Ach, das habe ich im Haus stehen. Das habe ich da abgestellt. Ach so. So. Du meinst diese Blöcke? Ja. Ah, ist klar. Hallo, Kunigunde. Gutwort ist auch da. So. Na, 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 na. Achso, dann brauchen wir. So. La, 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 la. Das ist
muss ich das mal auswählen. Das ist. Hier das. Gerade gucken, wie die das gemacht haben. 3, 4, 5, 6. Na, das ist aber ein komischer Steg. Den nicht einen weiter dahin bauen? Das ist ein Laufsteg jetzt. Du bist übrigens fertig. Der Platz ist komplett. Das ist ein Laufsteg. Das, ja, das ist schön so. Ja, das muss so sein. Oh, jetzt habe ich es versehentlich wieder noch eins gemacht. Ich wollte es eigentlich aufnehmen. Wir könnten hier so, guck mal, so, machen wir so. Dann sind das hier Befestigungsdinge. Obwohl, vielleicht besser daneben. Huch. Das sieht sehr komisch aus. Ja, weil ich bin ja nicht fertig. Au! Au! Huch, bin runtergefallen vom Berg. Das ist so ein bisschen wie so eine Zugbrücke, weißt du? Guck mal, da kommt die Ria schon. Kommt die jetzt hier angelatscht? Ja, die kommt jetzt zum Angeln. Klar, wir machen die ganze Arbeit und jetzt kommt sie. Jetzt kannst du mit der reden. Ach, kriegt ihr dann jetzt auch Angeln? Ja, glaube ich schon, ne? Ja. Auf einmal gibt es ja einen großartigen Angelplatz. Ja, und ob der großartig ist. Ich bin so gerührt, ich werde dir meine alte Angel. Toll. Ja. Okay. Ihr seid so süß zu zweit. Kriege jetzt auch eine Angel. Frische Beute, ja, ja, bla und so. Ich weiß, dass du Ria bist. Ich weiß, dass du Ria bist. Steht nämlich über deinem Kopf. Ja, hier gibt es jetzt einen Angelplatz. Oh, danke, ich habe eine Angel gekriegt. Ja, sehr schön. Nein! Ach, wie schön du da beim Angeln stehst. Huch, ich bin ins Wasser gefallen. Er ist entkommen. Oh nein. Ach so, ja, du musst zahlen. Ach, und so. Ja, ihr angelt schon. Du nicht? Nein, ich baue eine Patisserie. Puh, das wird, es wird auf jeden Fall ein klein wenig dauern, habe ich das Gefühl. Das macht die Phönixer ganz toll. Sieht sehr, sehr wunderschön aus. Und er ist wieder entkommen. Ich versuche auch mal. Da steht, halte linker Trigger gedrückt. Ich weiß nur nicht, welchen von den Reihen, die ich habe. Achso, du musst gar keine Zahlen drücken. Mm-mm. Bei mir passiert überhaupt nichts. Oh, ich habe einen Fisch. Warte! Parkettboden. Hä? Oha, die haben das geändert. Alles klar. Was denn? Das Angeln funktioniert jetzt anders. Wir mussten früher nämlich Zahlen drücken. Jetzt muss man das aber nicht mehr. Ah, ich glaube, du musst aber nur so lange das im Grünen ist gedrückt halten, ne? Ah. Wahrscheinlich. Das ist, ergibt Sinn. Aber sag mal, konnte man früher nicht... Ich hatte nur ganz kurz drauf gedrückt. Ja, was denn? Ich suche die ganze Zeit so einen Bauplan für hellen Parkettboden, weil ich den nicht die ganze Zeit kaufen möchte. Aber irgendwie... Ah ja, jetzt klappt's besser hier. Glaube ich. Das dauert ja ewig. Was ist das für ein fetter Fisch? Ach so, das muss voll werden. Ich verstehe. So langsam check ich's. Oh, Gott. Das muss aber, du darfst aber nicht zu lange drücken, das muss grün bleiben. Ja. Das ist ganz schön. Ja, ich weiß nicht. Das gefällt mir aber, glaube ich, besser als vorher. Okay, das ist. Ich hab ihn gleich! Ja! Hab ihn! Ja! Was habe ich gekriegt? Ein glotzäugigen Goldfisch. Du hast einen Apfelstutzen. Ein Apfelputzen. Yeah! Yeah. Ein Apfelputzen. Yeah! Dieser Angelerfolg, Wahnsinn. Das war mein Highlight des Tages. Aber das ist doch super, dann könnt ihr jetzt im Prinzip... Fische verkaufen. Auch. Auch. Ja, was soll ich denn sonst damit machen? Hey, Maximilian, ich habe geangelt. Also wir sind jetzt also bei 29 Minuten.
Oh. Kommt ihr Tschüss sagen? Ja. Ja. Ich wollte gerade zu Aliza rennen. Holz wegpacken und ihr zu erzählen, dass ich geangelt habe. Das ist meine Freundin. Na toll. Ding, 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 ding. Diese Kinderchen hier wieder. Ich habe natürlich wieder den falschen Block gekauft. Gut Wort. Gut Wort. Gut Wort. Gut Wort ist wieder da. Gut Wort ist wieder da. Gut Wort, Kunigunde und Harry. Das finde ich eine super Kombination an Namen. Kunigunde strahlt nur so vor Freude. Na toll. Harry, komm her. Das andere Mal gekrault. Hier haben sie hübsche Augen, finde ich. Bist du eine ganz eine Feine? Ja. Wie soll ich einen Screenshot von dir machen, wenn du mal so nah rankommst? Ja, okay. Wegen mir, dann mach das halt so wie meine Katzen zu Hause. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.